Ich habe den Roman echt nur einmal gelesen und habe gedacht, scheiße, wenn das jetzt jemand anders macht. Und da habe ich mich dann sozusagen mit allem, was ich habe, reingestürzt. Lars ist auf mich zugekommen und ich habe sehr schnell gemerkt, dass da eine echte Begeisterung ist für dieses Buch und dass er der Richtige ist für diesen Stoff. This sky is blue and never ending. Insofern habe ich eigentlich das Versprechen abgegeben, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du schreibst, ich verstehe das und ich traue mir zu, das in meine Filmsprache zu übersetzen. Mighty powers, never woman, I am here. Der Unterschied ist vor allem, dass im Film gesprochen wird. In meinem Buch wird sehr wenig gesprochen. Es gibt ganz wenig Dialog. Moin. Moin, Ingwer. Moin, Vater. Das ist das, was Dörte wie so ein Teppich gewoben hat. Und es war gar nicht so einfach, das dann in so einen Film, in so eine klassische Filmhandlung zu kriegen, weil es eben ein Teppich ist und kein Bindfaden mit einem Anfangspunkt und einem Endpunkt. Also es sind viele Szenen in dem Film, die nicht im Buch sind. Das wird jemand, der das Buch kennt, merken und vielleicht auch nicht so schnell merken, weil sie so gut reinpassen. Ach, Mutter. Das ist aber auch ein Kuddelmuddel mit uns. Ich habe mit Dörte eine ganz tolle Zusammenarbeit. Man kann sich wahrscheinlich keinen besseren wünschen. Wir haben unglaublich lange über das Buch gesprochen und er hat... Er hatte sehr viele, sehr kluge Fragen, die ich versucht habe zu beantworten. Sie schafft es trotz aller klärender Gespräche, das Geheimnis zu bewahren, was ihr Werk hat. Und das finde ich großartig. Auf deinen Ehrentag. So. Wahnsinn, als ob hier seit Jahren die Zeit stillsteht. 70 Jahre Ehe, das schaffen nur wir beiden. All this talk of love is bringing me to you. Irgendwas ist bei dir anders. Finding a place. Oh, ich war beim Friseur. That warms my heart again.